Wir befinden uns mitten in einer kurzen Predigtreihe, die sich mit den Ereignissen nach dem Auferstehen Jesus beschäftigt. Bisher haben wir die Geschichte von Petrus und Thomas verfolgt und heute folgen wir der Geschichte von den zwei anderen Jesus-Nachfolger auf dem Weg nach Emmaus. Aber zuerst wollte ich fragen, liest du gerne? Früher habe ich es geliebt und tue es immer noch, aber jetzt lese ich hauptsächlich Bücher für die Arbeit ständig. Ich versuche, mindestens 12 Bücher pro Jahr zu lesen. Aber mein Ziel ist 24 Bücher pro Jahr. Wann hast du letztes Mal ein Buch gelesen, das nicht die Bibel war? Kann jemand sagen, ein ganzes Buch, von Anfang bis Ende? Wie lange her? Vor 2 Wochen. Ja, so genau so. Vorgestern. Vor 4 Wochen. Comics, ja, okay, ja. Auch Geschichten, ja, das passt dazu. Wer von euch hat in dieses Jahr, in die letzten 5 Monate, ein Buch gelesen? Ziemlich viel, das ist gut. Die Deutschen lesen ein bisschen mehr. Hände hoch, wenn es 2 Bücher in den letzten 5 Monate waren. Durchgelesen. 5 Bücher. Mehr als 5 Bücher in den letzten 5 Monate. Oh, das ist weniger. Das ist weniger, okay. Lesen wird mehr und mehr zu einer aussterbenden Fertigkeit. Ich komme aus Australien und alle unsere größeren Büchergeschäfte haben zugemacht, weil Leute lesen einfach nicht so viel mehr in Australien. Zum Glück haben wir immer noch Büchergeschäfte hier in Deutschland. Ich besuche Büchergeschäfte gern. Ich besuche gern Zweithand-Büchergeschäfte, weil man kann immer Schätze finden, dass man nicht mehr kaufen kann auf Amazon oder sowas. Ich lese elektronisch auch. Ich habe auch eine Kindle. Und dann kann ich tausende von Büchern auf einem kleinen Gerät haben. Aber ich habe immer gerne mehr Papier in Hand. Das ist mir ein bisschen mehr Emotion dahinter, wenn es ein Papierbuch ist. Aber ich lese auch elektronisch, das geht auch. Unsere Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. Als Nichtdeutsche ist das ein ganz großes Wort. Aufmerksamkeitsspannen. Ich muss kleine Zeilen dazwischen schreiben, damit ich das aussprechen kann. Aufmerksamkeitsspannen. Und das ist nur ein kurzes deutsches Wort, das sind längere. Manche Leute denken, fiktive Geschichten sei frivol und unter ihrer Würde. Ich würde gerne mehr fiktive Geschichten lesen, aber es fällt mir schwer, die Zeit dafür zu finden. Oft lesen wir, um etwas zum Lernen und nicht Spaß zu haben. Und ich tatsächlich lese öfter Bücher über gesunde Gemeinden und Predigtreihen und was macht ein guter Pastor und so Sachen, dass ich mich verbessern kann als Pastor. Und ich habe nicht so viel Zeit für diese fiktive Bücher, aber ich liebe die einfach. Ich habe gerade einen Film geschaut mit meiner Tochter, ein neuer Film von Peter Pan. Kennen wir diese Geschichte von Peter Pan? Der Junge, er wollte nicht erwachsen sein. Und als ich diesen Film gesehen habe, habe ich nachgedacht, was für eine schöne Geschichte, dass für eine Ewigkeit immer noch eine wahre Geschichte ist. Dass Erwachsene sehnen immer nach ihrer Jugendheit und denken, och, es war viel besser, als ich Junge war. Und die Jugend sagen, es wäre viel schöner, als ich mehr erwachsen bin. Und ich dachte, vielleicht wäre es schön, so eine Geschichte zu schreiben, eine Geschichte, das hält für eine Ewigkeit für Kinder und Erwachsene. Aber manche Menschen lesen nie etwas. Vielleicht eine Comic, das ist auch gut lesen, das ist auch eine Geschichte. Aber manche Leute lesen tatsächlich fast nichts. Fast nie. Vielleicht eine Zeitung, Zeitschrift, Nachricht hier und da, aber nicht viel. Die Tolle an einer Geschichte ist, dass man sich selbst als Hauptperson in dieser Geschichte vorstellen kann. Ich mag Geschichten. Ich mag die Spion-Geschichten und ich bin ein großer Fan von der Jason Bourne-Series. Und da ist auch eine andere von Tom Clancy, die Jack Ryan-Series.
Und ich sehe mich immer als den Hauptdarsteller, als ich dieses Buch lese. Und ich kann mich vorstellen, in diesen Charakter mich zu einwickeln. Und das habe ich immer schon geliebt. Romane, Märchen, Spiongeschichten, Fantasy, so Herr der Ringe und Löwe in den, wie heißt das auf The Lion, Witch and the Wardrobe, auf Deutsch, der Löwe in der Narnia, die Narnia-Geschichten, ja. Diese Fantasy, das ist irgendwas, das komplett außer unser ganzes Leben tritt. Und auch Filme sind eine Art von Geschichte, dass wir mitmachen können und wir können uns sehen in den Hauptrolle. Oder auch Animationsfilme sehe ich auch gern. Ich vermisse das Zeit, als meine Kinder klein waren und ich könnte alle diese Disney-Filme zuschauen. Und jetzt muss ich das heimlich machen als erwachsener Mann, wenn keine anderen Kinder dabei sind, weil die freuen mich immer noch, sowas zu sehen. Es ist egal, um welche Art von Geschichte es sich handelt. Und es muss nicht unbedingt Fiktion sein, damit sie gut ist. Manchmal ist das echte Leben genauso erstaunlich wie alles, was ein Autor schreiben könnte. Die wichtigste Fähigkeit, bei du beim Lesen lernen musst, ist, dich in die Hauptfigur hineinzuversetzen und dir vorzustellen, dass du sie bist. Kannst du das tun? Lebe in ihren Schuhen. Erlebe, was sie erleben. Lerne, was sie lernen. Wir Christen, besonders die Evangelischen, wie uns, sind Menschen des Buches. Wir sind Leser. Tatsächlich sollen wir ein Buch lesen, zumindest. Wir lesen ein Buch und verlassen uns darauf, dass das Buch uns lehrt, uns zu bewegen bringt, uns inspiriert, uns leitet und uns verändert. Kann ein Buch all das tun? Aber nicht, wenn wir es nie lesen. Ich will nicht fragen, wie oft ihr dein Bibel liest. Das könnte vielleicht peinlich sein. Oder vielleicht werden Leute nicht so ganz ehrlich, wie oft und wie viel dir deine Bibel liest. Unser Leben ist auch eine Geschichte. Und wir sind die Hauptperson in unserer eigenen Geschichte. Kennst du deine Geschichte gut genug? Und alle unsere Geschichten sind miteinander verbunden. Kennst du deine Rolle in der größten Geschichte der Welt? Weil unsere Geschichte ist auch in unserer Bibel, ist ein Teil davon. Und es kommt zusammen in ein Buch. Oder hast du deinen Charakter, dein Ziel und deine Aufgabe vergessen? In der heutigen Geschichte finden wir zwei Reisende auf dem Weg nach Hause, zwei Nachfolger von Jesus. Sie sind auf dem Heimweg nach Emmaus, 10 oder 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Die brauchen dafür ein paar Stunden. Was denken wir? 10, 12 Kilometer ist so 2, 3 vielleicht Stunden mit einem guten Schritt. Ja, das war ein Weg, das war ein richtiger, langer Weg. Und dann am Ende mussten sie zurücklaufen, am selben Tag. Ich glaube, die werden ganz fertig, weil sie angekommen sind. Jetzt muss ich was widersprechen, weil ich glaube, die zwei sind nicht zwei Männer, aber ein Ehepaar. Viele Bilder haben zwei Männer drauf, viele Bilder haben Männer drauf. Und das deutsche Wort ist nicht ganz so perfekt zum Übersetzen. Wenn wir eine Nachfolger von Jesus sind, heißen wir Jüngern. Ne? Aber sind wir alle Jungen oder sind wir ein paar von uns Frauen auch? Das ist ein männlicher Begriff und kann ein Gefühl haben von einem männlichen Begriff. Aber wir wissen, dass in Johannes 19 am Kreuz, da war eine bestimmte Maria. Und ihrer Mann heißt er Kleopas. Und Kleopas ist genannt als ein Mann, der auf diesem Weg ist. Es könnte hauptsächlich sein, dass es ein Mann und Frau zurück nach Hause reisen nach Emmaus. Sie waren für Jesus, für seinen Tod und seine Kreuzigung
in Jerusalem und jetzt gehen sie zurück nach Hause. Die kommen an ein Haus. Die könnte keine, das konnte vielleicht zwei Männer sein, aber ich glaube mehr, dass es Maria und Kleopas ein Mann und Frau waren. Es ist gut möglich, dass die waren die Paar von Johannes 19. Kann man nachlesen später. Das Gesprächsthema ist natürlich Jesus, sein Tod und das Geruch, dass er von den Toten auferstanden ist, weil sie sind noch nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Sie sind verwirrt, weil sie erwartet haben, dass Jesus sie aus der Sklaverei ihrer Unterdrücker, den Römern, befreit. So wie die Israeliten in der Exodus-Geschichte von den Ägyptern gerettet wurden. Und das haben sie gewartet. Aber für sie ist ihre Messias auf Kreuz gestorben. Das ist kein Messias eigentlich, wenn er nur gestorben ist. Weil er hat sie nicht gerettet. In der Tat ist es unmöglich, diese seltsame Geschichte zu verstehen, ohne den Exodus-Geschichte zu erkennen. Wer erkennt nicht die Exodus-Geschichte? Okay, alle von uns kennen das. Gut, dann muss ich das nicht nachholen, die ganze Geschichte von Exodus. Gut, die Juden waren in Sklaverei und wollten befreit werden, also schickte Gott Moses, um sie zu befreien. Wir sind in der Sklaverei der Sünde und des Todes. Wir wissen nicht einmal, was es bedeutet, davon frei zu sein. Wir sind in unserer Gefangenschaft nicht bewusst. Wir sind gefangen, aber wir wissen es nicht. Wir sitzen in unserer eigenen Zelle, in unserem eigenen Gefängnis und wir wissen es überhaupt nicht. Unsere Gefangenschaft ist so normal geworden, dass wir nichts anderes kennen. Wir werden geboren, wir verbringen unsere ersten 20 Jahre damit, uns auf eine Karriere vorzubereiten. Die nächste ungefähr 40 Jahre verbringen wir in einem alltäglichen Leben. Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause gehen, ins Bett gehen, wiederholen. Für 40 Jahre. Klingt das ähnlich mit deiner Geschichte? Ja, da sind viele Grinsen, das kann ich glauben, man kann es sehen. Und wir verbringen unsere letzten ungefähr 20 Jahre damit, das zu genießen, wofür wir so hart gearbeitet haben. Wir haben unseren Platz in der Geschichte verloren. Wir leben manchmal keine Hauptrolle in unserer eigenen Geschichte. Und das ist traurig. Wir leben in einer anderen Geschichte, die uns nicht passt. Und manchmal merken wir, dass irgendwas nicht stimmt. Na und? Ja, da waren die zwei Personen, könnte ein Mann und Frau sein, die haben mit Jesus gesprochen und Jesus hat zu ihnen erschienen und dann ging er weg. Was können wir davon jetzt lernen, 2000 Jahre später? Wir können Jesus nur dann wirklich erkennen, wenn wir ihn in der Geschichte von Gott und Israel sehen. Das ist die erste Mal. Jesus war dasselbe, aber er war etwas anderes. Sie haben ihn am ersten Mal nicht erkannt. Warum nicht? Vielleicht war er, weil er das nicht wollte, oder vielleicht hat sich sein Aussehen irgendwie verändert. Wenn wir versuchen, unseren Platz in der Geschichte selbst zu verstehen, machen wir es falsch. Wir versuchen nur, uns selbst darin zu lesen. Es ist nur, wenn Jesus an unserer Seite haben, das werden, ist, wenn unser Herz in uns brennen wird. Die haben gesagt, hat unser Herz in uns nicht verbrannt, als er mit uns gesprochen hat? Wer hat jemals einen Text gelesen aus der Bibel oder eine Geschichte oder irgendwas gelesen und das war anders als vorher? Du hast es vielleicht dasselbe Text gelesen 20, 30, 40 Mal, aber diesmal irgendwas passiert in dir und irgendwas verbrennt in dir. Wer hat sowas einmal gehabt? Ein paar von uns. Das ist, wenn Jesus bei uns ist und wir lesen uns selbst in diesen Text und dann können wir vielleicht sehen, da ist er.
ich habe Jesus gefunden im Text. In der Geschichte von dem ersten Mal in der Bibel. Was ist die Geschichte von dem ersten Mal in der Bibel? Wer kennt diese Geschichte? Erste Mal in der Bibel. Ja, Schöpfung, erste Mal in der Bibel, was gelesen ist. Erste Mal, verbotene Mal. Mal, Abendmahl, Essen, erste Essen in der Bibel. Hm. Im Garten von Eden. Erstmal. Und was hat passiert? Die Frau hat Frucht genommen, hat da drin gebissen, hat zu ihrem Mann gegeben und ihre Augen sind geöffnet. Vielleicht schreibt Lukas unsere Geschichte so, dass wir erinnern uns an das erste Geschichte. Es geht ganz nach vorne wieder. Und er sagt, guck mal, an dieser Zeit haben sie Verbrechen verursacht für alle Menschheit. Und wir haben das nachgefolgt, unser ganzes Leben. Wir machen das nach. Wir sind nicht nur schuld, weil Adam und Eva schuld sind. Wir sind schuld, weil wir das nachmachen. Und jetzt essen sie das Brot. Und ihre Augen sind geöffnet in einer neuen Art und Weise. Ihre Augen werden geöffnet und sie erkannten, dass die nackt waren, Adam und Eva. Aber diese Geschichte erklärt, warum es das Böse und die Welt gibt. Warum die Sünde so viel Schrecken und Verfall verursacht hat. Aber in Jesus schließt sich der Kreis. Lukas schreit wieder zum Anfang die Geschichte zurück und nimmt das Brot, bricht es und dann werden die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Dann werden die Augen geöffnet am Brechen von Brot. Der Fluch der Sünde ist aufgehoben. Wir sind von ihrer Sklaverei befreit. Nicht am Brechen von Brot, aber das wissen wir, wenn wir das Brot sehen. Aber wir sind befreit von Sklaverei, von Tod und Sünde. Der wahre Sklavenhalter, der Tod, der die Menschheit gefangen hält, wurde besiegt. Und wir sind frei aus seinen Fängen. Auch uns gehen bei der gemeinsamen Mahlzeit die Augen auf. Wir machen das direkt nach unserer Predigt heute Morgen. Und unsere Augen werden auch aufgehen. Und wir erkennen Jesus im Brechen des Brotes und im Trinken des Saftes. Auch wenn es nicht körperlich anwesend ist, auch wenn er nicht körperlich anwesend ist, ist der in diesem Mahl geistig präsent. Und wir laden ihn ein, in uns und durch uns zu existieren, wenn wir dieses Abendmahl nachmachen. Das gemeinsame Mahl ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist ein Mittel, das Jesus geschaffen hat, um dem alltäglichen Leben zu entkommen, von dem wir überzeugt sind, dass wir es brauchen. Durch dieses Mahlzeit erinnern wir uns an die Geschichte. Wir erinnern uns an unseren Platz in die Geschichte, an wer wir sind in dieser Geschichte. Und indem wir an diesem Brotbrechen teilnehmen, lernen wir Jesus besser kennen. Wir sehen ihn um uns herum am Werk. Wir nehmen an seiner Geschichte teil, weil wir uns verzweifelt nach der Verbindung mit ihm sehnen. Diese beiden an diesem Tag in ihrem Haus hatten. Wir wollten dasselbe Verbindung haben als Maria und Kleopas. Deshalb ist es jeder, der ihn sucht, an seinem Tisch willkommen. Eine von meiner liebsten christlichen Autoren hat es so geschrieben. Er heißt N.T. Wright. Jesus hat Gottes neues Volk aus der Sklaverei geführt und lädt sie nun ein, ihn auf der neuen Reise ins gelobte Land zu begleiten. Der Weg nach Emmaus ist nur der Anfang. Jesus' Stimme in der Heiligen Schrift zu hören und ihn beim Brechen des Brotes kennenzulernen, ist der Weg. Willkommen in Gottes neue Welt. Und ich werde auch sagen, willkommen in Gottes Geschichte. Weil wenn wir teilnehmen an diesem Abendmahl,
sagen wir erneut, ja, ich bin ein Teil von Gottes Geschichte. Ja, ich erkenne meinen Charakter. Ich erkenne, was ich machen muss. Ich erkenne, wie ich mich verhalten muss. Ich erkenne, dass ich viele Fehler mache. Aber ich erkenne auch, dass ich vergeben bin. Jesus hat mir vergeben für alles. Und ich kann jetzt heute neu anfangen. Jeder Abendmahl ist ein neuer Anfang für uns. Jeden Abendmahl ist, wie wir sagen auf Englisch, a do-over. Wenn du deine Zeit verpasst hast, du spielst ein Spiel, das ist falsch gespielt und du sagst auf Englisch, I want a do-over, ich möchte das wiederholen, ich will das wieder machen, weil ich habe es falsch gemacht. Jeder Abendmahl ist ein do-over. Jeden Abendmahl können wir wiederholen und wieder anfangen, neu anfangen und in unsere Geschichte neu eintreten. Als Jesus von Toten auferstand, war das neue Reich Gottes geboren. Das war der Anfang. Es war der erste Tag der neuen Schöpfung. Petrus musste vergeben werden. Jesus tat das und brachte Petrus zu seiner wahren Berufung zurück. Thomas brauchte einen Beweis und Jesus lieferte ihn, indem er sich persönlich zeigte. Diese beiden Personen mussten die Geschichte, in der sie stecken, wieder entdecken. Für alles, was wir brauchen, ist Jesus da. Das ist, was Jesus sagt zu uns in der paar Wochen nach seiner Auferstehung. Er gibt uns, was wir brauchen, ihm zu glauben. Wenn wir brauchen Beweis, er gibt es. Wenn wir brauchen Erklärung, er gibt es. Wenn wir brauchen Vergebung, er gibt es. Er gibt uns, was wir brauchen, ihm als Nachfolger zu folgen. Er gibt es zu uns. Wir müssen nur für es fragen. Er will es zu uns geben. Er möchte es zu uns geben. Er will, dass wir gerettet sein. Er will, dass wir unsere eigene Charakter in dieser Geschichte sind. Dass wir führen unsere Rolle. Weil die Geschichte geht nicht weiter, wenn wir eine andere Rolle spielen als unsere Rolle. Wenn der Darsteller von Jason Bourne spielt die Rolle von den Bösen und nicht Jason Bourne, dann wie geht die Geschichte weiter? Du musst deine Rolle spielen in dieser Geschichte. Und das ist nicht schwer zu erkennen. Wir müssen einfach in einer Gemeinde teilnehmen, Abendmahl nehmen, Bibel lesen, Christ sein. Das klingt als viel Arbeit, aber einfach ist das ganz, ganz einfach. Es ist nicht schwer. Das ist nicht viel. Es ist ganz, ganz einfach. Wir müssen nichts machen, gerettet zu sein. Aber wenn wir unseren Charakter spielen wollen in dieser Geschichte, dann hilft es uns sehr. Ich muss nicht sagen, es war eine Rückkehr. Ich habe nie gesagt, ich glaube nicht mehr an Jesus. Aber wenn Jesus mir eine neue Erweckung oder der Heilige Geist eine neue Erweckung gegeben hat, das war wie ein Klopf am Kopf mit einem Stock. Das war so ein Knall am Kopf. Er hat mich erweckt. Und er hat nicht zu mir gesagt, Markus, du bist eine böse Sünde, du wirst in die Hölle gehen. Er hat zu mir gesagt, Markus, wann war das letzte Mal, du warst am Gottesdienst? Markus, wann war das letzte Mal, du hast mein Wort gelesen? Markus, wann war das letzte Mal, dass du hast mit anderen Christen gesessen und über mir gesprochen? Und ich kann sagen, das war eine lange Zeit her. Jesus hat mir gefordert, zu Gottesdienst zu gehen, teilzunehmen in einer Gemeinde. Und das ist nicht ein Ruf, dass du zu unserer Gemeinde kommst. Ja, bitte gern, wir würden gern mehr Leute in unserer Gemeinde haben. Aber irgendeine Gemeinde, finde eine Gemeinde, das passt und geh oft. Weil wir können nur unseren Charakter erfinden, wenn wir Teil einer Gemeinde sind. Wenn wir mit anderen Christen sind, weil sie helfen uns zu wissen, wer Jesus ist und wer wir sind. Das hilft viel. Das hilft sehr viel. Zumindest müssen wir christliche Freunde finden. Hör nicht, dass wir keine nicht-christliche Freunde haben sollen. Das sollen wir haben. Das ist unbedingt wichtig, dass wir das haben. Aber auch brauchen wir Leute, die Christen sind, dass wir von diesen Leuten lernen können, was es meint, ein Christ zu sein.
Erkennst du dich in einer von diesen Figuren? Oder vielleicht in allen? Petrus, Thomas, Maria, Kleopas. Ich manchmal muss sagen, ich finde mich in alle diese Charakteren. Jesus fordert dich auf, deine Rolle in seine Geschichte zu spielen. Er wird dir vergeben. Er wird sich dir beweisen. Er wird dir deine Rolle klar machen. Bist du bereit, dich ihm anzuschließen? Als wir jetzt kommen in eine Zeit von unserem Abendmahl, wollen wir das jetzt fragen und diese Stimme in unser Kopf hören. Bist du bereit, dich ihm anzuschließen? Lass uns beten, bevor wir Abendmahl teilnehmen. Unser Vater, wir danken dir. Du hast deinen Sohn zu uns geschickt, dass wir auch ein Teil in deiner Geschichte sein darf. Deine Menschen, die Israeliten, waren schon in deiner Geschichte. Aber jetzt sind wir auch verbunden in diese Geschichte, weil Jesus zu uns kam. Und Jesus, wir danken dir, dass du Teil in deiner Geschichte genommen hast, dass du gibst uns jeden Tag, was wir brauchen, an dir zu nachfolgen, an dir zu glauben, auch unsere Hauptrolle zu spielen. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns führst jeden Tag und zeigst uns, was wir machen sollen, wie wir dir besser nachfolgen können. Hilf uns, den besten Christen zu sein, dass wir sein können. In deinem Namen beten wir, Vater, Sohn, Jesus und Heiligen Geist. Amen.